Ein rosa Damenfahrrad hoch über München. Was aussieht wie ein Jugendscherz, ist in Wahrheit ein letzter Versuch, um die 100 Jahre alten Bäume am Josefplatz zu retten. Mehrere junge Umweltaktivisten haben sich zusammengetan, um dem Bau einer neuen Tiefgarage und der damit verbundenen Abholzung der beiden Ahornbäume entgegenzuwirken. Rund 250 neue Stellplätze sollen am Josefplatz entstehen, bei der guten Infrastruktur in München ein durchaus fragliches Vorhaben. Ein Ofen sorgt bei der Aktion für die nötige Wärme und auch ansonsten wurden einige Maßnahmen ergriffen, um den Verbleib der Bäume zu ermöglichen. Genau, wir haben hier Plattformen in die Bäume gezogen, wir haben hier mehrere Bäume erschlossen, was es natürlich für die Fellarbeiten wesentlich schwieriger macht, weil somit halt KletteraktivistInnen einfach gefährdet werden können. Das darf natürlich nicht sein, hier darf niemand in Gefahr gebracht werden. Wenn die jetzt hier einfach anfangen, über den Kletterrand die Bäume irgendwie abzuholzen, dann bringen sie diese in Lebensgefahr und so ist das halt einfach nicht möglich. Da müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Große Teile des ehemaligen Spielplatzes sind bereits abgebaut und das gesamte Areal gleicht bereits einer riesigen Baustelle. Anwohner haben Essen und warme Getränke gesponsert, um den Aktivisten das Leben in den nächsten Tagen zu erleichtern. Mit Isomatten und Schlafsäcken ausgerüstet, wollen sie so lange wie möglich die Bäume besetzen. Dabei kriegen sie sogar prominente Unterstützung. Ich halte davon gar nichts. Ich wünsche mir immer noch, dass die Stadt sich das jetzt mal näher anschaut, dass da Kompromisse gemacht werden oder beziehungsweise ein anderer Standpunkt gewählt wird. Es ist hier zwischen einem Wasserreserve und dem U-Bahn-Schacht. Das heißt, es sind extra Baumaßnahmen. Es wird noch teurer, wie es eigentlich sein müsste. Es ist hinter der Kirche wäre ein Platz, wo keine großen Bäume sind, wo man ohne Problem was untertunneln könnte und danach wieder begrünen. Es wäre vorne noch was. Also es gibt tausend andere Standpunktvarianten, die überhaupt nicht mit einbezogen worden sind. Und deswegen halte ich von hier nichts. Es ist ein letzter Hilfeschrei, um die uralten Bäume noch zu retten. Ein letzter Kampf gegen die Tiefgarage und für den Erhalt der Natur. Mit Unterschriften soll nun gegen die Fällung vorgegangen werden. Weichen will man auf jeden Fall nicht, sondern bis zum Ende mit allen Kräften ein Stück Geschichte bewachen.